Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch, Vierfach-Map, Version 1.4 ohne Gräben. Ja, Feld 33 ist zu Ende geerntet. Wir bringen den Drescher zurück, das heißt, wir bringen ihn gar nicht zurück, sondern ich lasse den Drescher hier unten am Rinderhof stehen. Ich habe oben drei am Haupthof und jetzt lasse ich den hier einfach mal so wie ich bin am Rinderhof stehen. Weil wir werden uns hier unten mit Sicherheit noch mehr Felder kaufen. Dann brauche ich nicht immer meine Fahrzeuge alle quer durch die Gegend fahren. Ja, wir haben uns ja auch schon den Case gekauft. Der wird hier unten stehen bleiben. Der Big M wird hier unten stehen bleiben. Eine Ultima wird hier unten stehen bleiben. Ich denke mal auch, dass ich den Ballensammler hier unten stehen lasse und mir dann noch einen neuen kaufe. Oder so. Mal schauen. Das kann ich noch gar nicht genau sagen, wie ich das denn machen werde. Und ich weiß nur, ich werde also mal alle meine Abfahrkurse bei der nächsten Ernte neu einfahren. Weil irgendwie habe ich da echt Schwierigkeiten mit. Boah, so wirklich. Und ja, wir werden mal gucken. Also ich werde hier praktisch so einen kleinen zweiten Hof aufbauen, der einen eigenen Fahrzeugbestand hat, dass ich nicht immer vom Haupthof hier runterfahren muss, um hier irgendwas zu erledigen, sondern dass ich dann einfach alles hier parat habe. Ich denke, das macht Sinn. Ich kann eigentlich auch dann mal den Viehtrailer, wobei ich werde mir eh einen neuen Viehtrailer kaufen vielleicht, mal gucken, wo mehr reinpassen. Den kann ich eigentlich auch hier unten dann abstellen. Guckt euch das an. Hier, das Ballenlager. Modifiziertes Ballenlager. Ich weise nochmal drauf hin. Soll nicht heißen, ich hätte nichts gesagt. Ich habe ja letzte Woche Freitag ein Tipps und Tricks Video veröffentlicht zu diesem Ballenlager von einer Alice Mod Company von Techfarm. Und was ist jetzt los? Case Puma hat schon wieder durchdrehen daran. Und Trailer Assist funktioniert also mit Dingens da gar nicht. Okay. Ich muss mich erstmal eben um den Case kümmern. Ja, was machst du überhaupt noch? Du bist fertig, du Vollhorst. Du bist fertig. Hallo. Oh Mann. Ja. Wieder durchdrehende Reifen oder was? Mal reinlassen. So. Oh, rüber aufs nächste Feld. Ballen pressen. Feld 20. Dreschen. Wo war ich stehen geblieben? Achso, ich wollte da eigentlich den Class vernünftig einparken. Das Trailer Assist mit diesem. Achso, ah, ich habe keinen. Ja, logisch. Kann ich verstehen. Ich habe keinen. Vorher hatte ich einen normalen Sammelwagen. Was habe ich denn jetzt hier eigentlich für eingestellt? Für so.
schon die großen Ball. Alles gut. Ja. Muss mich erstmal darum kümmern, dass hier den. Ja, den stellen wir später richtig hin. Verstehe ich nicht, wieso der hier so einen Versatz hat. Also ich meine, klar, ich habe hier einen Bahnversatz eingestellt. Das ist ja richtig. Aber... Vielleicht müssen wir hier notfalls dann mal selber pressen fahren. Ja, sonst auch kein Wert. Nein, wir haben sowieso nachher viel zu viele Ballen. Gar keine Frage. Gar keine Frage. Ich weiß gar nicht, habe ich hier jetzt eigentlich schon einen. Ja, habe ich wahrscheinlich noch nicht. Ne? Schafweide? Ne, habe ich noch nicht gemacht. Mache ich jetzt aber. Über Objekte. Ist das Original? Das wollte ich ja gar nicht. Doch, ist auch nicht das Original. Ich habe bloß die Beschriftung nicht richtig angepasst. Ja, alles gut. So. Ich habe ein Ballenlager mit einer Kapazität von 500 Stück pro Typ. Ja, sehr schön. Jetzt nicht das Zentralste, aber Mischfutterfabrik ist nicht weit. Das passt schon. Das passt schon. So, der ist hier fein säuberlich am Pressen. Der steht da irgendwo in der Ritze. Der hier fährt nur Scheiße. Ja, mal beobachten. Okay. Das muss ich jetzt mal eben einmal durchziehen und mir angucken. Da nehmen wir echt schon eine halbe Stunde auf, oder habe ich hier gerade nur in der Aufnahmesession vergessen, zwischendurch mal die Aufnahme zu beenden? Tippe ich ja eher drauf. Finde ich aber auch jetzt gerade nicht raus. Wobei, doch, es läuft ja im Hintergrund weiter. Ja, wie ich schon dachte, ich habe gerade mal nachgeguckt, ich habe tatsächlich einfach nur vergessen,
die Aufnahme zwischendurch einmal zu stoppen. Das heißt, das sind jetzt hier zwei Videos auf einmal. Jetzt sollte er auf der richtigen Spur sein. Es ist nicht so schlimm, wir werden so viel Ballen produzieren, dass das nicht viel ausmacht. Wenn wir jetzt hier mal einen Schwatt vergessen. Ja, wir haben hier noch das Feld 9, also Feld 8 machen wir gerade, Feld 9 machen wir noch, Feld 12 müssen wir noch machen. Da ist noch so viel zu tun. Mal hier Feld 20, Feld 1 müssen wir auch noch. Ja, der Kurs war nicht gut. Ach, wisst ihr was? Ich fahre jetzt einen neuen Kurs ein. Lösche den anderen gleich. Feld 9 Hofsilo. Und Feld 12 Hofsilo. Das ist nämlich eigentlich der gleiche Kurs. Ein Punkt, zwei Punkte, drei Punkte, vier Punkte, wenn denn. Wollen wir auch hoffen, dass er hier auch diese Umfahrung vernünftig meistert. Ein neues Ballenlager da links. Wie schön. Wie schön. So, da sind wir am Hofsilo. Mal abladen. Dann gucken wir mal weiter. Ja, schön. Alles leer. Kann man nicht hier einen Punkt rückgängig machen? Scheiße. Ne, das funktioniert nicht. Schade. Haben wir den Kurs kaputt gefahren. Wobei noch nicht ganz. Ich kann mir noch ein bisschen helfen. Ja, hier einen Trick anwenden zum Glück.
haben wir auch nicht das Problem. Ich kann ja auch mal sagen, ja, das habe ich so gewollt. Und dann habe ich diese blöde Brücke da gleich nicht. Natürlich Bullshit. Aber Kompost. Ich könnte nochmal wieder ein bisschen Stroh zum Kompost bringen, ne? Könnten wir. Müssen wir aber nicht. Jetzt hätte ich auch den Kurs schön. Jetzt mache ich zwei unnötige Drehungen, aber egal. Hauptsache, ich habe nachher einen Kurs, der funktioniert. So, hier habe ich nämlich schon mal keine Brücke, aber ich hätte jetzt natürlich auch direkt in die Richtung abfahren können, weil ich ja jetzt aus dieser Richtung komme. Muss ich aber erst dran vorbeifahren und dann nachher eben umdrehen. Aber auch das ist jetzt kein Drama. So, mein Case Puma hat schon wieder irgendwie durchdrehende Reifen. Also so ganz so befriedigend ist das im Moment alles nicht. So. Feld 12. Hofsilo. Ah, einstellen. Was hat er jetzt vor? Ja, du musst eigentlich nicht abfahren jetzt. Aber wenn du das machen willst, dann sehe ich wenigstens, ob der da oben um die Kurve kommt. Das wird das Letzte, was wir uns angucken in dieser Folge am heutigen Donnerstag. Vielen Dank erstmal, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Kommentar und dann lasst mir ein Like. Würde mich tierisch freuen. Abo natürlich auch. Oder auch, wenn ihr morgen am Freitag wieder einschaltet. Ja. Würde mich natürlich noch viel mehr freuen. In diesem Sinne sage ich ciao.